Das war das Flussdelta. Inselsprung. Klingt auch sehr interessant. Ihr müsst ein Vorratslager platzieren, mein Herr. Wieder nur ein. Oh, das ist auch schön. Allerdings, platziert euren Kornspeicher, Sire. Ich glaube, ohne die Inseln wäre es vielleicht doch besser. Leute kommen auf die Burg. Vielleicht. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen. So, schon das erste Minus. Wie geht das denn? Es ist noch gar nichts passiert. Das Volk liebt euch, Sire. Zumindest sofern wir Nahrungsmittel haben, was wir eigentlich haben müssten. Eure Beliebtheit steigt. Also Essen, kann ich sagen, haben wir einen echt guten Start. Die Bauern haben gut zu essen, Sire. Das gereicht euch wahrlich an Ehre. Klassische Schatzkammer. Wo ist denn der gute Markt? Da. Eisen kann ich mir problemlos holen. Das genauso. Geld haben wir auch sehr, sehr viel für den Anfang. Also für Anfänger ist das hier eine super Karte. Ihr habt viele Rohstoffe und ihr habt wirklich alles in der Umgebung. Kann man sich wirklich nicht beschweren. So, fangen wir doch mal an mit ein bisschen was gegen die Jauche, ein Falkner, noch ein Haus. Da sieht es mich gerade nicht so super aus. Wir verlieren ein wenig an Gold, mein Herr. Zu jagen müssten sie ja eigentlich auch eine Menge, müssen das? Ah, eine Kuh, die sieht auch so komisch aus von oben. Wie so ein Klops. Ah ja, sie jagen Rehe, das ist schön. So, was haben wir noch für Probleme? Wir kriegen Probleme mit Kriminalität und die werden wir vor allem hier kriegen. Und wir werden sie hier garantiert auch kriegen. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen. Ja, da bin ich ja schon dran. Foltergilde. Und da würde ich sagen, diesmal machen wir mal. Das volle Programm an bösen, an richtig bösen Sachen. Damit wir es auch sehen hier vorne. Das Volk liebt euch, Sire. Ja, Jauche, Ratten, Verbrechen. Wie geht es euch heute? Guten Morgen. Okay, eure sofort einer, der aufpasst, das ist schön. Hier hinten auch ein Krimineller irgendwo. Ah ja, rennt schon hinterher, gut. Melde erfreut, dass ich keine Verbrecher finden kann, Sire. Aber ich halte die Augen offen. Hier haben wir natürlich jetzt voll das Problem in Sachen. Jauche und ähnliche Schweinereien. Das ist wirklich eine super Stadt. Bis auf Brot kriegen wir auch alles relativ schnell hin. Mehl ist aber auch schon da, das ist gut. Das Volk hält viel von euch, my lord. So, der erste Verbrecher ist hier drin. Ja. Sind die alle so schnell rehabilitiert? Das Volk hält viel von euch, my lord. Muss der Brandfall nur da sein? Reicht das schon aus? Wetten, ich habe diese Woche die meisten Schmerzen zugefügt. Was ist mit dem sadistischen kleinen Jungen da hinten? Gebrochen, mein Herr.
So, wir sollten auf jeden Fall noch einen Jahrmarkt bauen. Später. Haben wir jetzt... Kann es sein, dass es hier wirklich mal so ist, dass wir keine... Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Doppelte Rationen? Wunderbar. Dass wir wirklich vielleicht mal keine Wölfe haben, es wäre wirklich ein Wunder. Eure Beliebtheit sinkt. Oh ja. Kann man auf jeden Fall einiges reinbauen. Hier ein altes Schiffswrack. Schade, dass man den nicht ausnehmen kann irgendwie. Das wäre doch mal schön. Hätte man vielleicht auch noch einbauen können. Allerdings, dann hast du einmal und ja, dann hast du keine Verwendung mehr dafür. Oh, oh, oh. Hey, Alter. Riecht hier irgendwie verbrannt, oder? Ich glaube, das geht sehr, sehr schnell. So, Nagblock. So, was ist denn noch so richtig schön grausam? Ein Galgen. Joe, der Galgenvogel. Warum ist das so teuer? Aber ich glaube, dadurch geht es halt recht schnell. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Es scheint natürlich keinen Einfluss darauf zu haben, dass wie mit der Todesstrafe. Es hat nicht wirklich Einfluss darauf, dass die Leute ein Gesetz brechen. Die Leute morden auch trotzdem weiterhin. Ich bin trotzdem für die Todesstrafe. Ja, es mag vielleicht ein bisschen grausam klingen, aber... Keine Veränderung in der Schatzkammer. Ich bin tatsächlich dafür. Hier. Wir müssen das für unsere Zufriedenheit tun. Wir verlieren ein wenig an Gold, mein Herr. Das Volk hält viel von euch, my lord. Bitte, bring mich nicht um. Ich habe Familie. Hilfe! Hey, Alter. Riecht hier irgendwie verbrannt, oder? Oh, wie schnell das geht. Wir probieren jetzt mal den Hackblock als nächstes aus. Wenn der fertig ist, das geht rasend schnell. Brandfall muss ich mir merken. Oh, er stirbt. Die Leute sterben dann wirklich. Da muss wirklich jemand Neues kommen. Wie geht es euch heute? Schönen Nachmittag, Sire. Oh, die haben sogar zwei davon. Oh, und er hat eine Sonnenblume da drin. Schlingen und alles Mögliche. Wetten, ich habe diese Woche die meisten Schmerzen zugefügt. Hier fehlt ein bisschen die Grafik. So, wie steht's hier? Das sieht gut aus, dann können wir vielleicht demnächst hier noch ein bisschen weitermachen. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Sehr gut. Dann sehen wir vielleicht demnächst wieder hier was. Das Volk hält viel von euch, my lord. Hauptsache, es steigt ein bisschen. Wie geht es euch heute? Ach komm. Haltet den Dieb! Ach, die klauen tatsächlich hier wirklich überall. Ich war's nicht. Ehrlich. Ich war's nicht. Ehrlich. Wetten, ich habe diese Woche die meisten Schmerzen zugefügt. Will ich wissen, was er sagt. Ich war's nicht. Und wie schnell ehrlich. Die Rehabilitierung geht. Wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell, kann ich mir gut vorstellen. Ich bin dafür, wir probieren jetzt einmal die ganzen grausamen Sachen durch, die man sonst nicht macht. Also, wofür ist dieser Korb? Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so gut gegessen. Ihr seid großzügig, Sire. Das ist irgendwie ganz interessant, mal diese ganzen Strafen mitzuerleben. Oh. Der Apotheker.
auch, also stelle ich mir auch sehr interessant vor zur damaligen Zeit. Es war bestimmt wie Ärztin, damals war es noch ein recht angesehener Beruf. Unten ist gar nichts drin, da haben sie nichts reingemacht, sieht man hier ganz gut. Nur die Grafik und eingeführt und man sieht sogar das Gras durch, aber es ist okay, muss ich sagen. Ist jetzt nicht so tragisch. Nachdem wir den Hackblock hatten, was haben wir denn noch als Peitschwossen, haben wir glaube ich schon mal gesehen. Ich bin dafür als nächstes machen wir den Galgen dann. Erst einmal aus Sicht des... Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Einmal aus Sicht von ihm. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Ihr auch? Und dann aus ihm. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so gut gegessen. Also, ich will wissen, was die Leute sagen. Sei. Ich muss sagen, mit der Rehabilitierung, das geht am schnellsten, aber die Leute sind danach halt tot. Aber trotzdem, es geht sehr, sehr schnell. Die Maske, da gehen sie doch wieder an die Arbeit, aber es dauert lange. Du kommst auf den Block, Kumpel. Schönen Nachmittag, Sire. So, als nächstes der Galgen, bitte. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Ihr auch? Wie steht's hier? Scheint mehr zu werden. Boah, sind das viele Hasen. Vielleicht hätte ich hier oben einfach meinen Kornspeicher bauen sollen. Was haben wir denn alles? Äpfel sind relativ wenig, wenn ich ehrlich bin. Ah ja, da ist wieder ein Dieb. Schönen Nachmittag, Sire. Sehr gut, wir kriegen auf jeden Fall regelmäßig Diebe. Das Volk liebt euch, Sire. Ich glaube mal, das Folterrad sieht man, haben wir schon gesehen. Peitschwasten ist jetzt auch nicht so... Die Streckbank haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen auch. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Ist okay, den kriegen wir. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Kann ich mir... Yeah, kann ich. Wir können auch ruhig hier oben sein, das ist ja egal. Ich habe irgendwie ein... Wir brauchen mehr Kriminelle, ich will mehr Tote sehen. Wo ist der hin? Ah, okay. Ist aber eigentlich schon eine recht harte Strafe. Hast einmal geklaut und wirst sofort einen Galgen gebracht. Allerdings war das leider gängige Praxis teilweise. Oh. Wenn du vom König geklaut hast, wurde vielleicht noch deine ganze Familie hingerichtet. Wenn du Pech hattest. Mit eiserner Faust. Und das ist aus meiner Sicht einfach mega übertrieben. Wildern wurden dir die Finger abgeschnitten. Und beim ersten Mal und beim zweiten Mal wurdest du dann halt auch umgebracht. Und die Leute haben ja nicht tatsächlich meistens nicht aus Jux und Tollerei gewildert, sondern einfach, weil sie Hunger hatten. Eigentlich ein vollkommen unfaires System und das Einzige, der fett war, war der Adel. Und der konnte sich halt alles erlauben. Wie geht es euch heute? Oh, ich hab falsch platziert. Ist aber egal. Das Fass müsste eigentlich drunter stehen, dann wird's weggemacht. Guten Morgen, eure Lordschaft. Ich dachte, er sagt sowas wie toll abgehangen oder so. Naja, einfach nur umgebracht. Okay, das ging schneller. Das war der Galgen. Ich würde sagen, als nächstes gucken wir mal die Streckbank an. Ein Bauer hat das Gesetz. Und vielleicht noch ein Hängekäfig. Mal sehen, was der erst dran ist. Hängekäfig dauert lange, weil da brauchst du keinen Folterknecht. Der wird reingestopft und dann. Ist gut, Streckbank brauchst du im Folterknecht. Also alles, wo du im Folterknecht brauchst, geht schneller. Wir verlieren ein wenig an Gold, mein Herr.
Ich muss echt sagen, es ist eine schöne... Es ist wirklich eine schöne Karte. Kann ich nicht anders sagen. So, wir bauen jetzt einfach mal alles. Peitschpfosten auch. Pranger, klar, ist nichts Besonderes. Den baue ich ständig, baue ja für gewöhnlich diese Sachen. Das Volk liebt euch, Sire. Also hier kann man sie wirklich noch schön ausbauen. Vielleicht holen sich die Hasen dann. Würde mich mal interessieren. Ist überhaupt nicht ergiebig in Sachen Nahrung, aber ist egal. Sehr gut. Der nächste. Die nehmen immer das Beste. Wohlgemerkt. Also sie nehmen immer das, was am effektivsten ist, soweit ich weiß. Ich war es nicht. Ehrlich. Ist zu spät, du bist bereits verurteilt. Das Gemeine ist ja, wenn der König dich für schuldig gehalten hat oder der Magistrat oder wer auch immer, dann warst du es auch. Die haben schon dafür gesorgt, dass du es warst. Und wenn du zu Unrecht gestorben bist, dann war es auch noch richtig so. Ihr seht nicht aus wie ein ausgebildeter Chiropraktiker. Dass du überhaupt weißt, was es ist. Oh, den kann ich nicht anklicken, aber es geht auch sehr, die Streckbank scheint sehr schnell zu gehen. Der erinnert mich so ein bisschen an Garrett, wenn ich ehrlich bin. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Ausgezeichnet, sage ich dann nur. Das Volk verehrt euch. Ich kriege Probleme mit Ratten. Langsam. Wenn da schon zwei Ratten sind, ist das eigentlich schon ein Problem. Oh. Schmerzen. Ich muss Schmerzen zufügen. Verdammt. Diese Steuern sind ein wenig hoch, Sire. Ich bin ein bisschen beunruhigt, wenn ich ehrlich bin. Ich würde gerne die Leute da drin anklicken. Wie geht es euch heute? Diese Steuern sind ein wenig hoch, Sire. Ich bin ein bisschen beunruhigt, wenn ich ehrlich bin. So, ich hätte gerne hier hinten noch was gegen Ratten. Ehrlich gesagt am besten auch noch gegen Jaucher. In Afrika hatte ich das übrigens auch, dass wir abends die Ratten beobachtet haben teilweise. Das war irgendwie schön. Ich hätte die Foltergelder mehr hochbauen sollen, glaube ich. Dass die Folterknechte nicht kriminell werden, wundert mich. Was macht der da? Achso, ja. Schön. Wetten, ich habe diese Woche die meisten Schmerzen zugefügt. Das ist bestimmt auch ein interessanter Job. Schatzmeister. Gelder zählen, rechnen. Rechnen konnten ja die meisten Leute tatsächlich. Ja, der Käfig braucht auch lange. Aber es ist was Gutes halt. Es bringt den Mann nicht um. Die Sachen hier töten alle die Leute nicht. Aber der Käfig scheint über den Sachen zu stehen. Hängt das mit den Kosten zusammen? Okay, die Streckbank hängt über den, aber... Folterstuhl, 10, 150. Keine Ahnung, warum er den Käfig gesteckt hat. Vielleicht hat er keinen Bock gehabt zu foltern. Hat sich vielleicht gedacht, oh, ich mach's mir leicht, ich stecke ihn einfach in den Käfig. Habe ich weniger zu tun. Das Volk verehrt euch. Warum werden die Ratten nicht getötet? Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so. Das ist ein Rattenmensch. Ihr seid großzügig sein. Los, Falke, fang mir eine Ratte. Oh Mist, jetzt habe ich vergessen. Oh, das tut mir leid. Jetzt werden wir in der nächsten Karte noch ein bisschen offen im Blick behalten, sagen wir es mal so. Läuft doch echt gut. Nahrung steigt, habe ich zumindest das Gefühl.
Kloppen die sie jetzt drum? Ich finde, ich habe eine Pause verdient. Ganze Jauche ist weggeräumt, Sire. Frag ich mich sowieso, wie die da hinkommt. Machen die da hin, wo sie wollen gerade? Ich hätte gerne noch mehr solche Karten hier. Also, die Karte hier ist wirklich sehr, sehr schön. Und was machen die hier eigentlich? Arbeiten die überhaupt? Tatsache. Wie geht es euch heute? Ich vermute mal, die Rehe gejagt. Das ist effektiver als... Ja. Die hier scheint auch die Rehe zu jagen. Ach Mensch, die haben ja auch Namen. Rudolf the Red-Nosed Reindeer. Ach, jetzt hat man ja schon. Blitzi. Bambi, ja klar. Ich glaube, das habe ich doch schon festgestellt. Ehre haben wir schon ziemlich gut gekriegt. Ja, aber das Schöne ist, es gibt hier wirklich keinerlei Gegner. Guten Morgen, eure Lordschaft. So, ich will wissen, der geht garantiert hier dran. Ich will wissen, was der Folterknecht sagt. Ja. Er hat gesagt, ihr seid ein ausgebildeter Chiropraktiker. Also die drei merken wir uns mal vor. In der nächsten Karte kann ich hier garantiert nutzen. Keine Sorge, ich bin ausgebildeter Chiropraktiker. Oder war das Osteopath? Nein, mein Fehler. Ich bin nämlich weder noch. Ah ja. Sehr, sehr unterhaltsam. Nicht. Hier sterben die Leute wieder an Jauche. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Bäcker stirbt. Wie geht es euch heute? Ich find's echt toll, wie schön unsere Apotheke dagegen was macht, dass die... Oh, er ist raus. Komisch, warum ist der... Wird der angezeigt? Ist doch gar keiner da. Und wir haben ordentlich Geld gemacht. Ja. Also es ist eine sehr friedliche Karte, wenn ihr euch in Ruhe ausbauen wollt. Ihr könnt rein theoretisch das auch alles hier oben hinbauen. Ihr könnt auch eigentlich auf Brot verzichten. Ist ja auch kein Problem. Aber ist wirklich egal. Sollen sie doch... Ehrlich gesagt, sollen sie doch machen, was sie wollen. Die töten wirklich die Hirsche. Aber wirklich, es ist vollkommen Wurst. Die machen wir weg. Die hatten wir jetzt schon. Hoffentlich kommt ein Hängekäfig. Ich sorge einfach dafür, dass ein Hängekäfig kommt. Melde erfreut, dass ich keine Verbrecher finden kann, Sire. Aber ich halte die Augen offen. Sehr gut machst du das. Das Volk verehrt euch, Sire. Haben wir nichts für die Schwere dieses Verbrechens? Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Ach so, er trägt noch vor, okay. Donner, da ist doch Donner also. Donner blitzen, Donner blitzen, Donner blitzen! Schon wieder Ernte, wie die Zeit vergeht. Ja, ich bin auch sehr schockiert. Schon wieder Ernte, wie die Zeit vergeht. Normalerweise, auch wenn man sie nicht braucht, mache ich immer Festmähler. Festmähler finde ich einfach toll. Im Spiel. Kann man aber auch problemlos hier oben. Könnte man dann die ganzen Sachen für die Festessen organisieren. Kann man alles schön rundherum bauen. Und kann man
Außer Wein. Wein solltet ihr vielleicht hier irgendwo anbauen. Und dann hier hochtragen, weil hier habt ihr ja genug Platz für solche Scherze. Komm, wo ist... Wieder eine Rekordernte. Die Jungs von der Mühle werden sich freuen. Oder auch nicht, weil sie mehr arbeiten müssen. So, ich schau bloß noch, was der sagt, wenn er hier reingebracht wird. Jetzt haben wir hier noch einen mehr drin. Ich glaube, wir können maximal 3 Leute rein. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so gut gegessen. Ihr seid großzügig, Sire. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Ja, du warst garantiert schon mal da drin. Ich will noch wissen, was er sagt, und dann widmen wir uns dem nächsten. Würde ich glatt mal sagen. Dann haben wir auch nicht mehr so viele Foltersachen übrig. Hier ist gerade nicht viel Platz, oder? Nö, nicht wirklich, aber das ist auch Sinn der Sache. Stelle ich mir aber auch sehr, sehr schwierig vor, wenn ich ehrlich bin.